wenn wir heute GUIs bauen, also Graphical User Interfaces, dann sagen wir immer bei uns, jeder Klick muss sexy sein und in Zukunft müsste jeder Satz sexy sein. Insofern sehen wir uns dann in den nächsten 3 bis 5 Jahren bei ungefähr 1 Milliarde Umsatz und dann auch unter den größten Online-Shops in Europa. It's not just software. I mean, every company these days is a software company. In dem Zusammenhang haben wir halt auch uns überlegt, wo sind unsere Chancen, wo können wir wachsen, wie können wir wachsen und was müssen wir verändern, um zu wachsen, und sind dann halt auf Spryker gekommen, weil wir der Überzeugung sind, dass Wachstum für ein E-Commerce-Unternehmen heute bedeutet, dass wir Technologie als Wachstumstreiber und nicht mehr als Service nebenbei irgendwie betrachten. Bei Change-Projekten lernt man auch sehr schnell, wenn man nicht genug Schmerzen hat, dann passiert gar nichts. Und so ein Entwicklerteam, 15, 20 Leute, die da sitzen und Geld kosten, die erzeugen dann doch relativ schnell ziemlich große Schmerzen. In der Breite gewinnst du mit Warenzugang kein Pfifferling mehr, insbesondere nicht gegen Amazon. Ich glaube, das muss jedem klar sein, dass sozusagen Datenkompetenz ein Stück weit Sortimentskompetenz ersetzt hat. Darauf muss man sich einstellen als Händler. Unser Ziel ist es ja, irgendwann mal Amazon abzulösen im Bereich Business Equipment. Bin gespannt.